Meine lieben Freunde und Freunde, wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, mich hier heute euch als Direktkandidat vorzustellen. Da habe ich noch gedacht, es würde sich niemand bewerben. Dann habe ich erfahren, dass ich Sabine bewerben will. Und dann habe ich überlegt und bin aus zwei Gründen zu dem Ergebnis gekommen, mich hier heute euch nicht zu bewerben. Und das erste ist, dass ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist, wenn ein Mann für eine Frau sozusagen zurücktritt. Und Sabine möchte das, glaube ich, mit vollem Herzblut machen 2013. Und da möchte ich mich nicht in den Weg stellen. Und der zweite Punkt ist, und der ist ganz simpel. Seit 4,5 Jahren bereite ich mich auf die Aufgabe vor, die Chance zu erhalten, für die Grünen maximal 8 Jahre Bundespolitik zu machen. Ich gebe alles. Seit 140 Tagen bin ich nonstop für grüne Werte unterwegs. Dann kam die Urwahl dazu. Ich bin 24.000 Kilometer durch ganz Deutschland gefahren, nur mit der Bahn. Ich bin nicht ein einziges Mal in ein Taxi gestiegen, um für grüne Inhalte, aber auch für Basisdemokratie, auch ganz oben zu kämpfen. Das habe ich gerne gemacht. Ich habe auch gerne die Hunderten von Fragen beantwortet. Und letzten Endes ist es jetzt so, dass am 8. Dezember sich für mich alles entscheidet oder nichts. Ich habe all meine Ersparnisse aufgebraucht, um die Tickets zu finanzieren. Ich toure gerade durch alle möglichen KVs. Ich war in Traunstein, ich war in Kronach, ich war in Straubing-Bogen. Ich kämpfe KV für KV gegen die alten, etablierten Hasen, die sich alle wieder am 8. Dezember auf die Plätze bewerben werden. Und ich mache das, weil ich gerne 2013 mit euch gemeinsam den Wahlkampf meines Lebens führen möchte. Weil ich gerne die Chance haben möchte, 8 Jahre lang mit Idealismus etwas zu bewegen. Und zwar in den folgenden 3 Themen. Erstens Klimawandel. Wir müssen es wirklich schaffen, den Wandel zu wahrer Nachhaltigkeit in allen Bereichen zu leben. Da reicht nicht nur die Energiewende. Die Energiewende ist notwendig. Aber unsere CO2-Bilanz insgesamt ist schlecht. Auch ich lebe nicht richtig nachhaltig, auch wenn ich es jedes Mal versuche, jeden Tag, wenn ich jeden Monat eine Bilanz mache und versuche, meine Klimaschulden auszugleichen. Der Durchschnittsdeutsche verbraucht 10 Tonnen CO2 im Jahr. Damit wir aber wirklich nachhaltig und gerecht... Und noch mehr. Teilweise noch mehr, ja genau, teilweise. Noch mehr, vor allem der ein oder andere Politiker. Die Grünen. Damit wir wirklich nachhaltig leben können und damit die jungen Generationen auf einem lebenswerten Planeten leben können, also alle Menschen, die sind so alt wie ich oder jünger, müssen wir runter auf 2 Tonnen. Und deshalb habe ich mir auch vorgenommen, falls ich MdB werden sollte, sämtliche Klimaschulden meines Lebens auszugleichen, weil ich eben glaube, dass wir, wenn wir wirklich an solche Ziele glauben, auch Taten setzen können. Dass wir zeigen müssen, wie jeder einzelne Teil der Lösung der großen Governance-Probleme auf diesem Planeten werden kann. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit, um diese Probleme anzugehen. Aber wir als Grüne sind die einzige Partei, die wirklich nachhaltig dafür eintreten können, Probleme wie Klimawandel mit Nachhaltigkeit zu begegnen. Und Nachhaltigkeit ist das richtige Beispiel, denn auch in den Staatsfinanzen müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht immer mehr und mehr Schulden auf zukünftige Generationen überlagern. Und dafür würde ich mich gerne einsetzen. Der zweite Punkt sind Chancen und Risiken neuer Technologien. Wir alle leben in einer Welt, die sich radikal digitalisiert. Radikal unser Verständnis von Privatsphäre, aber auch von Kommunikation in Frage stellt. Ständige Erreichbarkeit. Auch hierzu müssen wir dringend einen Diskurs führen in der Gesellschaft, wie wir es eben schaffen können, diese Digitalisierung so zu gestalten, dass sie die Menschen nicht überfordert, sondern unterstützt. Die Digitalisierung ist Risiko und Chance zugleich. Chance bei eben solchen Sachen wie erneuerbare Energien mit Smart Metern, dass man intelligente Stromnetzwerke hat, dass die Waschmaschine genau dann läuft, wenn eben gerade der Wind bläst. In dem Bereich würde ich mich auch gerne einsetzen. Und der dritte Punkt ist Europapolitik. Ich bin jetzt durch einige KVs in Bayern gereist. Da saßen immer so 13 bis 14 Leute an einem Stammtisch. Und dann haben wir uns über Europa unterhalten und wir hatten irgendwie mal so 16 bis 20 verschiedene Visionen von Europa. Wenn wir das wirklich schaffen wollen, dann brauchen wir eine grüne Vision von Europa, eine grüne Vision von den Vereinigten Staaten von Europa für das Jahr 2013. Und die würde ich gerne in den nächsten 4,5 Jahren gemeinsam mit euch finden. Warum will ich Politik machen? Warum mache ich das alles? Warum
mache ich nicht Karriere, geh weg. Ich meine, so viele junge Leute sitzen ja hier heute nicht, obwohl sie ja eigentlich da sind. Ich mache das aus der tiefsten Überzeugung, dass niemand das, was er ist, kann oder hat, aus sich selbst heraus ist. Ich würde hier heute nicht stehen und mit euch so diese Rede halten können, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die in entscheidenden Momenten für mich da gewesen wären. Wenn es nicht die Institution dieses Staates gegeben hätte, die mir geholfen hätten. Und deshalb habe ich mich in den letzten 4,5 Jahren hier in Bayreuth auch immer versucht, für die Schwächsten einzusetzen. Ich weiß, ich habe keine Parteihilfe gehabt, aber ich habe mich zum Beispiel hier bei Bund statt Braun wirklich 2-mal in der Woche, teilweise 2,5 Stunden mit 9 Kindern aus dem Asylbewerberheim zusammengesetzt, um ihnen Fähigkeiten am Computer zu vermitteln oder ihnen einfach zu helfen, in dieser Gesellschaft klarzukommen. Und wenn ich MdB werden sollte, dann werde ich mich weiter auch immer für die Schwächsten in der Gesellschaft einsetzen. Das kann ich euch versprechen. Und auch wenn ich nicht euer Direktkandidat hier heute bin, dann kann ich euch trotzdem versprechen, dass ich da sein werde. Dass ich da in Bayern sein werde, wo man mich am meisten braucht, wo die Grünen mich am meisten brauchen. Dass ich dafür bereit bin, einiges zu leisten und mit Bus und Bahn quer durchs ganze Land zu reisen, auch 10, 12 Tage am Stück, ohne Unterbrechung, nebenbei Reden schreibe und E-Mails beantworte, das habe ich jetzt bewiesen. Ich glaube, zumindest das kann ich den Alten entgegensetzen, dass wenn ich sage, ich gebe alles, wirklich alles, dann meine ich auch alles. Und am liebsten würde ich 2013 alles dafür geben, dass wir die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten, Schwarz-Gelb, endlich ablösen. Und deshalb hoffe ich, dass ich eure Unterstützung am 8. Dezember bekomme. Dankeschön.